So schön kann ein Albtraum sein. Die Präfektur Fukushima, eine der fruchtbarsten Regionen Japans und beliebtes Urlaubsziel für gestresste Großstädter. Doch seit dem Super-GAU sind weite Landstriche verstrahlt. Herr Osawa ist Bauer aus Motomiya. 80 Kilometer sind seine Felder von der Atomruine entfernt. An diesem Morgen bringt der 61-Jährige Proben von Kartoffeln, Auberginen und Lauch in das provisorische Labor einer Bürgerinitiative im Nachbarort. Er will Gewissheit, denn seit der Katastrophe von Fukushima hat er nichts mehr von seinem eigenen Gemüse gegessen, aus Angst, es könnte verstrahlt sein. Ich vertraue dem, was die Regierung verkündet, nicht mehr. Die haben von Anfang an alles heruntergespielt, gesagt, dass es keine unmittelbaren gesundheitlichen Risiken gäbe. Sie haben uns weder Zahlen genannt noch adäquate Messungen durchgeführt. Die haben uns mit dem ganzen Strahlenproblem einfach hier allein gelassen. Schon kurz nach dem Super-GAU bat er die Behörden, auf seinen Feldern Proben zu nehmen. Die Behörden lehnten ab, seine Felder seien weit außerhalb der 20 bis 30 Kilometer Sperrzone, Messungen daher nicht notwendig. Sind sie sehr wohl, sagt der Physiker der Bürgerinitiative. Denn alle Produkte seien stark kontaminiert, vor allem mit Cäsium-137. Wenn ich diese Werte sehe, erklärt er, würde ich sagen, sie leben an einem Ort, der unbedingt evakuiert werden müsste. Herr Osawas Kartoffeln sind keine Ausnahme. In Shiitake-Pilzen aus der Stadt Date, mehr als 60 Kilometer von der Reaktorruine entfernt, wiesen die ehrenamtlichen Tester eine Belastung von 7000 Becquerel pro Kilo nach. Der Grenzwert liegt bei 500. Das ist Atommüll, aber kein Nahrungsmittel. Zuständig für die Kontrolle landwirtschaftlicher Produkte ist offiziell die Lebensmittelprüfstelle der Präfektur Fukushima. Doch die ist völlig überfordert. Für flächendeckende Messungen fehlt es an allem, an Konzepten, Geräten, Mitarbeitern. Wenn uns Bürger Proben zur Untersuchung bringen, müssen wir das ablehnen. Wir als Behörde der Präfektur nehmen ja eigene Proben und erstellen unsere eigenen Gutachten. Aber selbst das ist eigentlich schon mehr, als wir mit unserem Personal leisten können. Wenn wir dann noch Proben von Bürgern annehmen würden, könnten wir unsere Aufgabe als zuständige Behörde nicht mehr wahrnehmen. So langsam dämmert es selbst den duldsamen Japanern, dass sie ein Problem mit radioaktiv belasteten Nahrungsmitteln haben. Erst Gemüse, Tee, zuletzt Rindfleisch. Und wie reagiert TEPCO, die Betreiberfirma des havarierten Meilers, darauf? Im Grunde wie immer in den vergangenen Monaten. Ausweichend, nichtssagend, nicht zuständig. Wir überwachen hauptsächlich das Kraftwerksgelände. Die nationalen bzw. lokalen Behörden sind für Messungen außerhalb zuständig. Dabei assistieren wir nur. Darum können wir deren Messungen auch nicht kommentieren. Der eigens für die Bewältigung der nuklearen Katastrophe ernannte Minister indes wirkt reichlich hilflos, als Frontal 21 ihn auf die Testergebnisse von Bauer Osawa anspricht. Minutenlang wälzen Vertreter von Japans Atomaufsicht, TEPCO und all die anderen aus dem nationalen Krisenstab Papiere. Am Ende räumt der oberste Krisenmanager Versäumnisse ein. Wir haben gedacht, wir hätten ein funktionierendes Überwachungssystem. Der Rindfleischskandal aber hat uns gezeigt, dass wir die Zahl der Proben deutlich erhöhen müssen, damit keine weiteren kontaminierten Nahrungsmittel auf den Markt gelangen. Die Umweltschützer von Greenpeace präsentieren am Mittag ihre neuesten Untersuchungen. Auch der Fisch ist verseucht. Wir sehen noch immer sehr hohe Konzentrationen von Cäsium in Meeresfisch. Bei der Hälfte aller Proben, die wir in Entfernungen von bis zu 55 Kilometern vom Unglücksreaktor genommen haben, lag die Belastung weit über dem Grenzwert von 500 Becquerel pro Kilogramm. Das bedeutet, dass die Kontamination sich sehr weit ausgebreitet hat. Und das gilt möglicherweise auch für Reis, Japans Grundnahrungsmittel. Herr Osawa führt uns auf sein Reisfeld. Zweimal hatten die Behörden in der Region Bodenproben genommen. Beim ersten Mal lag das Ergebnis angeblich unterhalb des Grenzwertes. Das Ergebnis der zweiten wurde gar nicht erst veröffentlicht. Ich wollte aber einfach wissen, ob ich hier weiterhin Reis anbauen kann. Deswegen habe ich auf eigene Kosten eine Probe in einem unabhängigen Labor untersuchen lassen. Das Ergebnis, sie war mit 35.000 Becquerel pro Kilo mit Cäsium-137 belastet. Das ist siebenmal höher als der Grenzwert.
Ich habe mein Feld also aufgegeben. Zahlen, von denen die meisten Menschen in Fukushima-Stadt nichts mitbekommen. Es ist Sommerfest, gegessen wird alles, was im Angebot ist. Es scheint Normalität eingekehrt zu sein, seit die Strahlenbelastung in der Luft zurückgegangen ist. Auch die Empörung darüber, dass die Behörden den jährlichen Grenzwert für Kinder von einem auf 20 Millisievert heraufgesetzt haben, scheint verflogen. Dabei schlagen Wissenschaftler wie der Brite Christopher Busby genau deswegen Alarm. Ich denke, die japanische Regierung verhält sich auf kriminelle Art unverantwortlich. Sie lässt zu, dass Kinder so hohen Strahlenwerten ausgesetzt werden. Wie kann man aus einer Art Kurzschlussreaktion heraus einfach ein Gesetz ändern, nur weil es pragmatisch erscheint? Diese Entscheidung wird unweigerlich zum Tod vieler Kinder führen. Wie kann man sich in einem zivilisierten Land so verhalten? Aber es ist eben das Land mit dem Atomdorf. So nennen sie hier die allmächtige Clique aus Stromkonzernen, Politikern und Behörden, die noch jeden Nuklearskandal Japans vertuscht oder zumindest kleingeredet hat. Und weil es um ein Milliardengeschäft geht, es auch diesmal probiert. Das hat Herr Osawa im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erlebt. Ich wollte meinen Körper auf Strahlenbelastung testen lassen, aber die Universität von Fukushima hat das abgelehnt. Man teste keine Bürger. Und ein Freund von mir hat in einer Nachbarpräfektur angefragt, aber die haben ihm gesagt, der Gouverneur von Fukushima habe sie angewiesen, keine Bürger aus Fukushima zu untersuchen. Eine solche Anweisung habe es nie gegeben, teilte die Behörde mit. Herr Osawa indes wird seinen Hof aufgeben müssen. Direkt am Haus misst er mehr als 90 Mikrosievert pro Stunde. Damit erhält er in nur 9 Tagen eine Strahlendosis, die als Jahresgrenzwert für Mitarbeiter deutscher Kernkraftwerke gilt. Und das 80 Kilometer vom Katastrophenreaktor entfernt. Was wir hier haben, ist eine Katastrophe jenseits der Vorstellungskraft. Vom ersten Tag an war ziemlich klar, dass die Situation hier vollständig außer Kontrolle ist. Niemand weiß damit umzugehen und es gibt auch keine einfachen Antworten. Ich denke, dass wir es hier letztendlich mit der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte zu tun haben. Die Menschen von Fukushima pflanzen derweil überall Sonnenblumen. Es heißt, sie filterten Radioaktivität aus dem Boden.